Hallo, das Dusselchen hier. Ja, willkommen zurück zu Zelda. Majora's Mask, Entschuldigung. Ich denke die ganze Zeit an Ocarina of Time. Es tut mir leid. So. Der erste Tag, warum? Jetzt haben wir die erste Nacht. 60 Stunden verbleiben stand da, soweit ich noch weiß. So, was ist denn mit dir jetzt eigentlich los? Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Jetzt, wo ich mal wieder Zeit habe. Was willst du, du Rutzel? Stör mich nicht, während ich übe. Wenn du es nicht schaffst, den Ballon zu treffen, dann leg dich nicht mit mir an. Grrr. Ach, du meinst hier da oben? Ah, das Ding kann ja platzen. Ich hab den Ballon getroffen. So, und was sagst du jetzt? Hast du gerade den Ballon abgeschossen? Nicht übel für einen Deko-Kerl. Die Bombe haben ein Versteck, von dem aus man ins Observatorium gelangt. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrenne ich ihn dir ja. Aber glaub ja nicht, dass das so einfach ist. Zuerst musst du einen Test bestehen. Bist du bereit? Ja! Na gut, Aufstellung, Jungs! Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns findest, verrate ich dir den Code. Kannst losgehen? Was? Ich muss euch jagen? Ich muss euch suchen? Ich kenne mich in der Stadt doch gar nicht aus. Oh, da ist doch einer. Oh, was? Er rennt weg? Nee, das ist doch mal unfair. Nee, komm her. Hallo, ich hatte dich, ja. Und er ist mich gefangen, es ist immer viel übrig, okay. Wir haben 4 Stadtteile. Oh, da ist noch einer. Taya, ich kann gerade nicht. Ich versuche gerade hier einen Rotzeball zu fangen. Oh, es ist mich hier gefangen. Es sind noch 3 übrig. 3, okay. Okay. Und dann gucke ich mal hier. Okay. Da ist ein Balk. Nein, das gehört nicht dazu. Du hast ein Huhn? Wie unfair bist du denn? Nein! Ach, ich bin so doof. Nee, wenn ich jetzt weiß, dass da oben ein Balk ist, fange ich das Balk natürlich. Okay. Da oben. Was? Da ist ja noch ein. Okay. Welches fange ich also zuerst? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe doch gerade hier eine Blümchen. Hä? Oh, Leute, ich muss. Ach nein, ich muss nicht niesen. Ich verkneife mir jetzt niesen. Hey, das ist unfair! Rennt der vom Eingang rum, damit ich dauernd die Map wechsle? Das ist nicht fair. Komm her. Komm hier. Komm her. Komm her. Kommst du gefälligst mal her? Gut. Okay, noch 2 übrig. Ja, ich wollte aber nicht da raus. Wie lange habe ich noch Zeit? Wann beginnen denn die Morgenstunden? Oh je, okay. Dass du da oben bist, weiß ich. Also, dich müssen wir runterscheuchen. Und dann einfangen. Na, komm her. Und tipp. Oh, geleckt. Das war uncool. Ah, wo läufst du hin? Ja, das ist eine gute Idee, finde ich. Da kriege ich dich jetzt. Okay, noch einer übrig. Okay. Das hier ist der größte Bereich, in dem ich mich kein Stück zurechtfinde. Das fehlt noch der Westen, ne? Dann gucke ich zuerst dort nach. Aber ich wette, dass hier einer ist. Warum sollte auch im Westen einer sein? Der Westen ist so ein kleiner Bereich. Niemals ist da einer. Oder der. Wie hieß das Ding? Warte mal, bist du ein. Warte mal, in Südunruhstadt ist keiner? Oh nein, erwischt! Warte mal, das war der letzte? Du bist ziemlich gut drauf, Herr Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall!
keine Dekus. Tja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen und Junge, Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Aber wie versprochen verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen, also pass gut auf. Bist du bereit? Ja. Eins. Zwei. Ah, der ist 4. Das war 2. 42513. Der Code lautet 42513. Der Eingang zu unserem Versteck befindet sich in Ost-Unruhstadt. 42513. 42513, okay. Ost-Unruhstadt. 42513. Ist das Osten? Ja. 42513. 4? Ach so, dafür ist das kleine Balki, oder? Oder? Wenn du hier vorbei willst, dann musst du mir kurz sagen. Ah, okay. Ja, okay, verstanden. Ja. Der hat voll das niedliche Ding. 4, 2, 1, 5, 3. Nein! Nein! Okay, 4. Es fängt mit 4 an. 4, 2, 5, 1, 3. Oh Gott. Oh, das stimmt. Du kennst den Code. Das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, lass es passieren. Ja! Ich kann gut raten, ich weiß. Es gibt jede Menge cooles Zeug im Haus dieses Sterntypen. Oh, und es lebe die Bruderschaft der Bomber! Okay. Ich hab dich auch lieb, Kleiner. Wo bin ich hier? Oh, Wasser. Ich kann doch auf Wasser nicht hüpfen. Oh je. Okay. Darüber. 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 Wie soll ich das denn? Gut. Frage hat sich erledigt. Runter. Hier ist nichts. Was ist denn? Ich frage mich, wer das denn guckt. Das ist hier. Oh nein, die Zeit wird knapp. Die bleiben nicht mehr weiter. Ja, wenn du mich aufhältst, ne? Warte mal, ich bin so groß wie die Dinger da? Bin ich klein. Gebt euch das mal. Hey, ich bin ein Krug. Hier ist Wasser. An der Stelle gewesen. Kann ich da wenigstens hochklettern? Ja, kann ich. Depp, depp, depp. Was ist das denn? Ach so, verstanden. Ah, ich habe ein Ding platzen lassen. Das ist schön. Und wir klettern hoch. Yay. Okay. Die Musik ist nett. Hallo Vogelscheuche. Yo, hey Baby, ich bin eine wandernde Vogelscheuche und auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird wie im Flug vergehen, wenn du mit mir tanzt. Wenn du Lust hast, dann lass uns die Zeit vergessen, bis zur Dämmerung tanzen. Wollen wir tanzen? Nein. Schade, ich hätte mich gefreut, aber komm ruhig wieder, wenn ich die Tanzbude packe. Ach übrigens, ich kenne ein geheimnisvolles Lied, mit dem du Fluss der Zeit manipulieren kannst. Möchtest du etwas darüber erfahren? Ja, klar. Oh yeah, hör mir gut zu. Spielst du dieses Lied rückwärts? So kannst du den Fluss der Zeit verlangsamen. Spielst du jedoch jede Note zweimal hintereinander, so kannst du ihm nur einen halben Tag verstreichen lassen. Wie klingt das? Ist doch sehr interessant, oder? Aber ich glaube, von dir würde mir jeder Song gefallen, Baby. Wenn du Lust hast, dann spiele doch einen für mich. Ich kann aber nicht. Ich möchte da hoch, bitte. Oh, ist so bunt. Da ist ja ein alter Mann. Hallo. Sieh an, welcher merkwürdige Geselle. Komm da in mein Haus. Bist du ein neuer Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein als die von den Robots, der zuletzt hier war. Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagte, er würde meine Mondtränen stehlen. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Uhrturms und sorgt dort für Unruhe. Was? Ja, was habe ich jetzt angeklickt? Was ist das?
Hallo. Okay. Wo ist denn der Turm? Ach, da oben. Ach, da ist er ja. Aber Leute? Ist der Mond hässlich? Was ist das denn? Was ist das? Ja, ist klar, du mich auch. Ja, schön. Ich mag dich auch nicht. Okay, Leute. Schöne Aussicht und wir werden sie weiter genießen, aber nächstes Mal. Bis dahin. Ciao.